Hi Sportsfreund, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Matthias und heute geht es um den Oberkörper. Für den Oberkörper brauchen wir quasi fast nur, wir brauchen nur einen Boden dafür. Ja? Wenn du eine Motivationsquelle brauchst, kein Problem, ich bin jeden Tag für dich da und wir arbeiten täglich mit dem eigenen Körpergewicht an unserem Kräftigung, an unserem Körper. So. Wir fangen an mit einem Warm-up und das Warm-up beginnt, ihr wisst es schon, mit einem Hampelmann. Der Hampelmann ist sehr effektiv, um die Herzfrequenz zu steigern, um uns auf richtige Betriebstemperatur zu bringen. Der Hampelmann. Schön große Kreise oder beziehungsweise nimm den ganzen Radius mit den Armen, geh nach oben. Die Beine gehen auseinander und die Füße sind leicht nach außen geneigt. Bisschen zur Seite. Sehr schön. Noch vier, drei, zwei und eins. Sehr schön. Jetzt fang an zu joggen. Nimm die Knie ein bisschen weiter höher. Oh, ihr merkt es bestimmt auch schon, ne? Die Pumpe fängt an zu arbeiten. Die Herzfrequenz steigt. Und jetzt atmen nicht vergessen. Deine Organe wollen jetzt Sauerstoff bekommen. Schön dynamisch die Arme mitnehmen. Jetzt fängst du an, den Unterarm mitzunehmen. Kreis deinen Unterarm. Wärm deine Gelenke auf. Wir bereiten unseren Körper vor auf ein intensives Workout. Also der Kräftigungsteil heute bezieht sich auf den Oberkörper, aber für jede Po-Übung ist ein gerader, starker Rumpf auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, unser Warm-up bezieht sich auf den ganzen Körper. So, sehr schön. Nochmal in die andere Richtung. Schön große Kreise mit dem Unterarm. So, jetzt kreist du die Arme nach hinten weg. Mach dich schön lang. Geh in die Länge, als würdest du Äpfel pflücken wollen. Schön große Kreise mit dem Arm, dass quasi fast der Oberarm am Ohr vorbeigeht. Ist nochmal andere Richtung. Oh ja, es knackt wieder bei mir. Das bedeutet, es löst sich die Verspannung. Die Muskulatur wird warm. Und wer oft im Büro am Schreibtisch sitzt, wird vielleicht das Gefühl kennen, dass er Nackenschmerzen hat und Schulterschmerzen und Rückenschmerzen. Sehr, sehr gut. Jetzt vom Joggen kommst du in ein Hüpfen. Stell dir vor, du hast ein Springseil in der Hand. Hüpfen. Schön aus der Wade heraus.
Das Sprunggelenk wird dadurch auch gefestigt. Sehr gut. Noch mal ein bisschen mehr Power reinbringen. Kannst du mal lange Arme machen, als hättest du ein großes Springseil in der Hand. Super, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Komm in einen hüftbreiten Stand und kreise die Hüfte. Bei mir ist es jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Ich weiß, sieht komisch aus, ist aber für die Beweglichkeit. Dadurch werden wir beweglicher im Alltag, wenn der Rumpf schön geschmeidig bleibt. Und nochmal andere Richtung. Ein Warm-up kann bis 10 Minuten dauern. Ein gutes Warm-up bereitet den Körper exzellent aufs Workout vor. Sehr gut. Jetzt Füße zusammen und du kreist deine Knie. Bei mir ist es wieder gegen den Uhrzeigersinn. Die Ferse unten rollt sich auch so ein bisschen ab über dem Boden. Oh yeah. Nochmal gegen den Uhrzeigersinn, in die andere Richtung meine ich. Oh ja. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum Kräftigungsteil. Ja, also kommen wir in den hüftbreiten Stand und wir drehen unseren Oberkörper nach links und rechts. Die Arme fangen an mit einem Twist zur Seite. Die Arme sind schulterhoch aufgestellt. Der Ellbogen ist auch schulterhoch. Hier merkst du auch den Rücken, die hintere Schulter, den Rücken aufwärmen. Die Arme aufwärmen nebenbei. Sehr, sehr gut machst du das. Noch hier einmal jede Seite. So. Dann machst du dich Pull Down. Zieh die Arme nach oben über den Kopf und zieh die Ellbogen nach unten. Schön aufwärmen den Oberkörper. Ne? Wärmt die Gelenke wieder auf. So, jetzt öffnen wir die Brust. Das heißt, dass die Hände vorne nach vorne gehen. Standing Ovation. Die Knie sind leicht gebeugt nebenbei. Und klatschen ein bisschen in die Hand. Und tank Sauerstoff nebenbei. Super. Jetzt hältst du die Arme außen. Und du kreist deine Arme nach vorne. Die Knie sind immer noch leicht gebeugt. So, jetzt kreisen wir die Arme nochmal nach hinten. Sehr, sehr gut. Oh ja, ich bin jetzt ganz gut warm. Ich hoffe bei dir auch. Jetzt geht's runter zur Matte. Wir fangen an mit Push-Ups. Das bedeutet Liegestütze. Wir gehen rückenfreundlich zu Boden, machen einen Schritt nach vorne. So, jetzt geht's los. Die Knie sind quasi hinter der Hüfte aufgestellt und du gehst mit dem Oberkörper runter und stützt dich wieder mit den Armen hoch. Die leichte Variante ist, dass die Knie abgelegt sind. Die Hände zeigen dabei nach vorne. Die Ellbogen sind an den Körper gerichtet.
Und hier zählt auch die Bauchkraft. Na? Kein Polkreuz dabei. Benutzt die Kraft im unteren Bauchbereich und push dich hoch. Oh ja. Jetzt noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt legst du dich ganz flach auf den Bauch und machst quasi einen Latzug. Du ziehst die Hände nach vorne, Füße sind hinten auch abgelegt und du ziehst jetzt die Arme immer wieder zu den Ohren. So, jetzt noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt halt die Arme vorne und pulsiere mit dem Rücken nach oben. Geh so weit mit dem Körper hoch, wie es geht, und mit den Armen so weit nach vorne, wie es geht. Und 1, 2, 3, 4. Jetzt Push-ups. Tief einatmen und beim Hochkommen ausatmen. Wenn du die schwere Variante haben möchtest, hebst du die Beine bei der Liegestütze an. Wenn du nur einen kannst, ist nicht schlimm. Du steigerst dich von Workout zu Workout. Kannst natürlich auch immer eine mit Knien auf dem Boden machen. Und wenn du merkst, dass du wieder ein Hohlkreuz kriegst, geh auf die Knie und behalt die Bauchspannung dabei. Ich merke, dass ich wirklich in der Variante mit den Knien hoch ins Hohlkreuz komme. Deshalb lege ich die Knie ab und beachte die Technik. Noch 4, 3, 2 und 1. Leg dich wieder flach auf den Boden. Heb die Hände nach, bring die Hände nach vorne. Und geh mit Kraft mit den Rücken hoch und zieh die Arme zu den Ohren bis nach hinten nach weg. Ne, versuch nicht zu viel, ja, nicht zu viel Bewegung in den Nackenbereich zu setzen. Guck schön auf den Boden. Jetzt noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt Arme nach oben, über den Kopf und hebe nochmal an. Pulsiere dreimal. Leg ab. Heb nochmal an, dreimal. Und ablegen. Letzte Mal. Oh, sehr schön. Richte den Oberkörper auf und entspann mal deinen Rücken. Geh mit dem Po ganz weit nach hinten weg und spanne dich. Ne, der Oberkörper ist ganz, ganz wichtig für die gesamte Körperstruktur. Oh ja, kreis nochmal deine Schultern. Oh yeah. Jetzt machen wir weiter. Wir gehen nach vorne in die Plank-Position. Also machen Brust. Also du gehst runter auf die Schultern. Heb die Knie an und versuch den Plank erstmal einfach zu halten. Versuch die im Plank zu halten. Wer was für die Schulter nebenbei machen möchte, dreht sich beim Plank ein und immer schön zur Seite gehen. Ja, das öffnet den Brustkorb.
Jetzt noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Halt die Plank. Jetzt kannst du versuchen, dass du abwechselnd mit den Armen hochkommst. Achte dabei darauf, dass die Hüfte ruhig bleibt. Und immer wieder abwechseln. Erst links hochkommen und dann rechts. Jetzt wird es intensiver, ne? Wir merken, dass der Brustkorb langsam keine Kraft mehr hat. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt nochmal hoch. Bleib oben. Wir bleiben in der Plank. Und jetzt heißt es nach vorne weg. Pushen wir. Oh ja. Kannst natürlich auch einfach nur den Arm heben. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Legt langsam die Füße wieder ab oder die Knie ab und komm mal zurück in die entspannte Position. Merkst du deinen Rücken? Merkst du den ganzen Bauch? Oh ja. Okay, entspanne dich. Komm Wirbel für Wirbel hoch. Am Ende kommt der Kopf. Der ist am schwersten. Gehst wieder nach vorne. Gehst wieder in die Plank. Ja. Und wir heben wieder. Ein Arm nacheinander. Wieder über den Kopf. Einfach nur halten. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Geh runter auf die Ellbogen, bleibst immer noch im Plank und dreh dich ein. Die ganzen Plank-Varianten wirst du es merken, dass einem die Luft auch wegbleibt. Also manchmal dabei die Spannung zu halten und zu quatschen, ist wirklich mega. Noch 4, 3, 2 und 1. Schön eindrehen. Und halten. Halt die Plank. Halt die Bauchspannung. Halten. Noch 4, 3, 2 und 1. Senk die Knie und komm wieder zurück in die entspannte Position. Yes. Komm Wirbel für Wirbel hoch. Es ist sehr, sehr intensiv, das Workout. Ich weiß. Kreise nochmal deine Schultern. Kreise nochmal deine Schultern. Oh ja, ich komme wieder in die glänzende Zeit. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ich hoffe, du auch. Jetzt kommen wir wieder zurück in die Push-Ups, weil wir sie so lieben. Mit den Kräften aus der Hand pushen wir den Kopf, den Oberkörper hoch. Ja, den Kopf natürlich auch. Der Blick ist nach unten gerichtet. Oh yeah. Ah. Noch 4, 3, 2 und 1. Jetzt hebst du wieder die Knie an, gehst in die Plank und machst Schulterberührungen mit den Armen, mit den Händen auf die Schulter. Einfach berühren. Jetzt 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Senk die Beine.
Leg dich mal auf die Seite. Wir machen jetzt was für den Trizeps. Das bedeutet, die linke Hand geht an die Rippen, an den Brustkorb. Und mit rechts hebst du den Oberkörper an. Das ist eine super Übung, um den Trizeps zu trainieren. Ui, wo bin ich denn gelandet? Ganz weit weg. So. Jetzt einfach hoch. Du kannst die Knie auch ein bisschen anwinkeln, dass du mehr Stabilität hast. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Wir haben natürlich noch eine andere Körperhälfte mit dem Trizeps. Wir legen uns auf diese andere Seite und wir drücken uns wieder mit der Handfläche nach oben. Oh ja, ich hoffe, du merkst es auch im Trizeps, im Oberarm. Oh. So, noch 4, 3, 2 und 1. Oh ja, jetzt ist der Trizeps warm. Wir machen weiter mit dem. Ne? Wir machen jetzt Trizeps-Dips. Das bedeutet, dass die Beine angewinkelt sind. Du kommst also auf den Po. Die Ferse ist auf dem Boden. Und jetzt gehst du mit dem Po runter. Die Arme winkeln sich an. Und du drückst dich aktiv mit den Armen nach oben. Schön durchziehen. Schön durchziehen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt legst du den Po ab und wir machen weiter mit dem Trizeps. Nach hinten, also die Arme gehen über den Kopf und du drückst jetzt deine Arme aktiv immer wieder von hinten nach oben. Oh ja, ganz easy. Schön nach hinten und nach oben weg. Noch 4, 3, 2 und 1. Und jetzt gehen wir wieder rüber in die Trizeps-Push-Ups. Trizeps-Dips, Entschuldigung. Ah, komme ich ganz durcheinander schon. Geh quasi mit dem Po fast auf den Po, auf den Boden. Und drück dich wieder aktiv nach oben. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt mach nochmal die Trizeps-Variante über den Kopf. Schön mit nicht so locker nehmen. Auch mal mit Kraft gegendrücken, dass die Muskeln ein bisschen zittern nebenbei. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Gib dir einen High Five. Du hast es geschafft. Der Kräftigungsteil ist vorbei. Jetzt dehnen wir die Schulter. Das bedeutet, du machst jetzt einmal bringst die Füße zusammen. Ich zeig dir das mal von vorne. Bringst die Füße zusammen. Kannst auch einen Schneidersitz machen. Du hast den Oberkörper jetzt richtig gut trainiert. Und jetzt nimmst du für die Dehnungsübung für die Schulter mit der linken Hand den rechten Ellbogen und du drückst quasi den Ellbogen seitlich weg. Ne, also der Sommer wird wieder kommen und dann können wir auch was Rückenfreies tragen. Ne? Wir können einen schönen durchtrainierten Rücken zeigen, schön durchtrainierte Arme. Wir wechseln den Arm
Vor dem Den ist nach dem Den. Sehr gut. Ne, rechte Hand nimmt den linken Ellbogen und mach einfach eine Dehnübung für die Schulter. Sehr gut. Jetzt nimmt die linke Hand den rechten Ellbogen und die rechte Hand geht quasi zu den Schulterblättern zum Rücken. Jetzt dehnen wir den Trizeps. Yeah. Einmal durchdehnen. Jetzt wechseln wir. Rechte Hand nimmt den linken Ellbogen und die linke Hand geht quasi an die Schulterblättern. Oh yeah. Oh yeah. Sehr, sehr gut. Wir öffnen die Brust. Löse den Griff und wir öffnen die Brust. Du kannst gerne die Hände hinter den Rücken nehmen und streck die Brust. Streck die Brust nach vorne. Oh yeah. Du kannst auch einen Schneidersitz machen, wenn du nicht gerade mit den Fersen die eigene Ferse berühren kannst. Sehr, sehr gut. Jetzt legst du nochmal die Hände auf die Knie. Also die Hände sind vorne auf die Knie gerichtet. Und du legst nochmal das Kinn aktiv auf die Brust und machst dich lang. Streckst den Kopf nach oben weg und machst die Wirbelsäule nochmal lang. Ja. Das fördert nochmal Entspannung in der Rückenmuskulatur, weil heute hat sie wirklich gelitten bei den ganzen Planks. Und beim nächsten Mal machen wir weiter, ne? Wie gesagt, gebt ihr ein High Five. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Für mich war es heute genauso anstrengend wie für dich. Und wir arbeiten immer weiter an unserer Ausdauer. An unserer Stärke, dass wir weiter und weiter und weiter gehen. Bis ins nächste Level. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Matthias. Ciao.